wollte heute mal auf euren Videowunsch eingehen. Und zwar hatten sehr viele unter meinem Hater-Kommentare-Video kommentiert, was ja so super gut bei euch ankommt, dass ich mal meine Lieblingskommentare von euch vorlesen soll. Wir wollen heute mal etwas positive Energie versprühen. Und dann dachte ich mir, machen wir das. Und ich würde sagen, fang einfach sofort an. Also, ich habe meinen Laptop hier, weil ich jetzt mal alles durchsuchen werde. Und da fangen wir sofort an mit der lieben Vanessa Menet. Ich habe leider keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspricht. Tut mir sehr leid. Auf jeden Fall, ihr seht den Namen ja hier eingeblendet. Das ist einfach so endgeil, wie deine Einstellung dazu ist. Ich bin selbst übergewichtig und wenn ich wieder mal down bin, deswegen finde ich immer wieder Halt bei deinen Videos, weil ich sehe, dass man als übergewichtiger Mensch nicht eingeschränkt ist in dem, was man will, sondern man sich manchmal einfach nur selbst einschränkt, da man meint, dass man es eh nicht schaffen wird. Das ist so wahr, das haben mir so viele Leute geschrieben und das ist auch genau das, was ich mich mit meinem Kanal verkörpern möchte. Nämlich, ich bin, wie man unschwer erkennen kann, übergewichtig und nicht magersüchtig. Aber das ist mir so Latte, ohne Spaß. Und deswegen habe ich diesen Kanal auch hier eröffnet. Ich habe so an deutschen YouTubern irgendwie keinen gesehen. Also ich persönlich habe keinen gesehen, ich weiß ja nicht, ob es welche gibt, ich denke mal ja. Aber ich persönlich kenne jetzt keinen, der einfach halt auch übergewichtig ist und halt Motivationsvideos so dreht für andere Leute, die halt so den gleichen Körperbau haben wie ich oder halt mehr drauf haben noch als ich. Und das dachte ich mir so, nee, weil es gibt ja auch Leute, die einfach Hilfe brauchen, so die halt kein Selbstvertrauen haben. Und ich habe mir sehr viel Selbstvertrauen angeeignet in den letzten Jahren. Und da dachte ich mir, von meinem Selbstvertrauen kann ich etwas an euch rauswerfen. Und deswegen freut es mich immer sehr, wenn Leute mir in die Kommentare schreiben, dass sie durch meine Videos wieder Kraft bekommen haben. Und deswegen sind sowas auf jeden Fall meine absoluten Lieblingskommentare. Ich lese sowas super gerne und vielen Dank an dich, liebe Vanessa. Michelle Jasmin B. hat geschrieben, ich feiere dich einfach für jedes Video immer mehr und mehr. Du bist super und hast eine tolle Einstellung zum Leben. Bleib so, wie du bist, denn so bist du am besten. Vielen Dank, liebe Michelle. Und freut mich sehr, dass du meine Videos feierst. Und wie gesagt, ich versuche einfach nur meine positive Ausstrahlung oder so, was ich mal habe, an euch weiterzugeben. Vanessa Hedfeld schreibt, du bist schön so, wie du bist. Deine Videos sind auch richtig nice. Bist sehr sympathisch. Vielen Dank, dass ich sehr sympathisch bin. Wie gesagt, viele sagen mir, dass ich unsympathisch bin. Und übrigens habe ich so viele Kommentare von Vanessas bekommen. Und wenn ihr Vanessa heißt, setzt bitte dieses Einhorn-Emoji in die Kommentare. Vanessa Röttges schreibt, ich finde dich hübsch, obwohl du ein bisschen stabiler bist und das ist nicht schlimm. Bleib so, wie du bist, denn so bist du toll. Ja, ich bin stabiler, aber ich bleibe so, wie ich bin, keine Ahnung. Annalena H., du bist toll, bleib so, wie du bist, denn so bist du wunderschön und total sympathisch. Dankeschön. Meine Mutter hat übrigens auch mein Hater-Kommentare-Video kommentiert und dieses Kommentar muss ich einfach mit hier reinnehmen, weil es einfach sowas von stimmt, es ist einfach sowas von wahr. Und zwar hat sie geschrieben, ich finde es zum Kotzen, dass Menschen, die andere beleidigen, nur weil sie sich mit irgendeinem Ich finde es zum Kotzen, dass es Menschen gibt, die andere beleidigen, nur weil sie nicht irgendeiner Norm entsprechen. Wie widerlich ist unsere Gesellschaft eigentlich geworden? Jeder hat einen anderen Geschmack und sollte so leben, wie er es für richtig empfindet. Solche Hater wundern sich dann über Gewalt, Amokläufe und durch sowas noch bestätigt werden. Jeder sollte vor der eigenen Türe kehren, denn keiner ist vollkommen. Ja, das ist so zu 3 Milliarden % einfach mal wahr. Da wundert sich wirklich jeder, dass es Leute gibt, die Selbstmord begehen oder sowas. Und dann heißt es wieder von diesen ganzen Messerwissern, ja, wenn du doch so unzufrieden bist mit deinem Leben, Alter, dann mach einfach so Sport, Junge, dann nimm einfach ab, Mann. Ja, Junge, vielleicht ist das nicht so einfach. Wenn du mal überlegst, wenn jemand 200 Kilo wiegt und derjenige abnehmen will, Normalgewicht für euch alle wären 50 Kilo, dann müsste der Mensch 150 Kilo abnehmen. Ist schon klar, dass ein Mensch von 150 Kilo nicht mal eben in 3 Wochen so viel abnehmen kann, oder? So, und deswegen ist es wirklich so, dadurch werden die Amokläufer noch mehr dazu inspiriert quasi, durch die Straße zu gehen und rumzuballern. Also, ja, boah, ich musste das einfach mit reinnehmen. Cotton Candy Corps schreibt, also ich finde dich hier mega knuffig und sympathisch. Deine Videos machen gute Laune. Und das freut mich sehr, dass meine Videos wie immer gute Laune machen. Dankeschön, du machst mir auch gute Laune. Tabea Hexe, liebe deine Videos, muss jedes Mal verheulen lachen. Mag deine Art und deinen Humor. Yay. Vanessa N.
JXHJV, schöner Name, schreibt, du bist voll das Vorbild. Dieses Kommentar kriege ich keine Ahnung wie oft am Tag, keine Ahnung wie viele Nachrichten ich davon auf Instagram bekomme, von wegen, du bist ein Vorbild für mich. Ja, das muss man erstmal so verarbeiten. Jana Unicorn, so jetzt muss ich meinen Laptop hier hochholen, weil ich bin blind, hat geschrieben, bei manchen Menschen, die Hater-Kommentare schreiben, frage ich mich, was bei denen falsch gelaufen ist. Ich meine, die Videos sind umsonst. Ihr müsst kein Geld dafür zahlen. Das alleine ist doch schon Luxus. Und wenn ihr die Person nicht mögt, dann geht doch einfach weg von ihrem Kanal. Ihr habt ja keine Verpflichtung, die Videos zu schauen. Und wenn ihr die Person scheiße findet, dann müsst ihr das der Person ja schließlich nicht direkt so ins Gesicht sagen. Ich hörte, 99,9% aller Hater würden sich nicht trauen, es der Person auf der Straße oder wenn man sich gegenübersteht, ins Gesicht zu sagen. Ich finde so etwas echt erbärmlich. Es ist echt traurig, dass manche Menschen immer andere Menschen fertig machen müssen. Fühlen die sich jetzt besser oder so? Ich check's nicht. Mach weiter so, Vanessa, und scheiß einfach auf die Kommentare. Du bist toll, so wie du bist. Vielen Dank, Jana. Mir wurde das letzte Mal auch gesagt, nur weil meine Videos umsonst sind, soll ich mich nicht so anstellen, weil immerhin kriege ich auch Geld dafür. Oder mir wird gesagt, dass ich mir alles mit YouTube-Money kaufen kann. Aber nehmt euch dieses Kommentar wirklich mal zu Herzen, denn es ist so wahr. Und das sind einfach so meine Lieblingskommentare. Einfach so Leute, die einfach so ab zu 100% verstehen, was ich einfach auf meinem Kanal verkörpern will. Und das ist einfach so geil, solche Leute auch auf seinem Kanal zu haben. Und das schätze ich einfach, denn sowas ist wirklich nicht selbstverständlich. Romy Lin, du bist einfach zu süß. Deine Videos sind mega unterhaltsam. Liebe Grüße. Dankeschön. Liebe Grüße zurück. Und von wegen, meine Videos sind sehr unterhaltsam. Das freut mich sehr. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Challenges oder so haben wollt, damit ihr noch mehr lachen könnt oder so, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Die Kommentiererin, die war einfach so geil. Sie hat geschrieben, lass dir von niemandem was über dein Essverhalten sagen. Wenn sie sagen, du sollst weniger essen, dann isst sie einfach auf. Spaß beiseite, ich finde es mega mutig von dir, dass du so Videos machst, vielleicht auch nicht mit Schönheitsideal. Lass dich nicht unterkriegen. Das Kommentar habe ich so gefeiert, das habe ich auch direkt drunter geschrieben, weil, ja, warum eigentlich nicht? Leute dann einfach so auf Essen? Nina Miju hat geschrieben, ich finde deine Videos sehr gut, deine Tipps waren echt gut. Nein, ich finde dein Video sehr gut. Deine Tipps waren echt gut. Man merkt, dass du dir richtig Mühe für deine Videos gibst, was echt toll ist. Ja, also für das Perioden-Hacks-Video habe ich alleine schon für den Schnitt, ich glaube, ich lasse mich nicht lügen, 8 Stunden oder so gebraucht. Plus das Drehen, aber dafür kommt es auch so gut bei euch an, deswegen mache ich das gerne. Das war jetzt mein Video mit den schönsten Kommentaren, unter anderem. Es gibt noch so viele massig Kommentare, die ich am liebsten alle mit hier reinnehmen würde. Das Problem ist aber, das Video ist jetzt schon über eine halbe Stunde lang, deswegen würde ich sagen, höre ich auf. Vielen Dank an alle Leute, die mich so unterstützen, die mir so tolle Kommentare schreiben. Das ist sehr nett von euch. Wenn ihr irgendein Feedback oder sonst irgendwas zu diesem Video habt, noch irgendwelche Fragen oder so, dann lasst es mich einfach gerne in den Kommentaren wissen. Dann werde ich darauf eingehen, werde das dann auch alles beantworten, etc. pp. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, über Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das da sehr gerne machen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao.